nicht nachmachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der XX-Show, extreme Experimente. Und wir wollen heute hoffentlich das letzte Experiment wiederholen. Da hatten wir ja eine Playmobil-Figur abgekühlt und dann zerschlagen. Und das hat ordentlich gesessen, also die ist wirklich in alle Richtungen geflogen. Und das würden wir heute natürlich gerne wiederholen mit Play-Doh-Knete. Die wollen wir gleich gefrieren und mal schauen, inwiefern die dann eigentlich so auseinanderfliegt, wenn wir da draufschlagen. Oder ob da gar nichts passiert. Kann natürlich auch sein, dass die Knete dann eigentlich von der Temperatur gar nicht viel hat und dann einfach normal bleibt, wie Knete eben. Aber wir hoffen natürlich, dass da mehr passiert. Und das wollen wir hinkriegen mal wieder mit dem Kältespray hier. Das kann minus 45 Grad hervorrufen, wenn man einen Gegenstand damit einsprüht. Und deswegen werden wir jetzt schon mal die Knete rausnehmen. So, hier haben wir die Knete nochmal zu sehen. Hellblau ist diesmal die Farbe, aber die Farbe ist natürlich auch nicht so wichtig für unser Experiment heute. Und da holen wir jetzt ein bisschen was raus. So, und da ist er auch schon. Die werden wir jetzt noch einmal so ein bisschen zusammenkneten, damit die zu einem großen Ball wird. Und dann gleich endlich mit dem Spray einfrieren. Und dann kann es auch schon damit wirklich starten jetzt. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Jetzt schauen wir uns kurz erst vorher nochmal die Knete an. Die ist jetzt hier komplett weiß, zumindest auf der Oberfläche, da wo jetzt hauptsächlich hingesprüht worden ist. Die ist auch ganz schön hart, das merkt man schon. Und auf diese harte Oberfläche werden wir jetzt direkt mal draufschlagen. Ah, ja, okay. Das Experiment, das ist jetzt nicht ganz so richtig aufgegangen. Also die Knete, die hat sich ganz normal verhalten, wie eine Knete eben. Also die harte und die gefrorene Oberfläche, die hat da keinen Unterschied gemacht. Die ist jetzt immer noch ganz normal, die Knete. Natürlich jetzt ein bisschen dreckig, weil es da auf dem Boden dreckig war. Aber ansonsten ist alles wie immer. Die lässt sich jetzt immer noch ganz normal zerkneten. Und von dem, Frost sieht man ja auch nichts mehr. Von dem Eispray sieht man jetzt immer noch, sieht man nicht mehr irgendwelche Einwirkungen, weil da jetzt alles schon weg ist. Das kommt dann automatisch, wenn man hier so ein bisschen rumknetet. Na gut, dann müssen wir jetzt heute leider zugeben, dass das Experiment nicht so ganz geklappt hat, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, wie bei der Playmobil-Figur das passiert ist. Aber na gut, jetzt sind wir trotzdem um diese Erkenntnis reicher. Ja, Freunde, das war's dann von der heutigen Folge der XX-Show. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss!